Hallo, in letzter Zeit gab es viele Anfragen dazu, wie man leitet, überhaupt erst wie man leitet oder wie man vielleicht sein erstes Abenteuer leitet. Also es haben viele noch unerfahrene Spielleiter gefragt, wie das so alles funktioniert. Und ich habe gedacht, ich mache mal ein Video dazu, damit ihr ein paar Tipps kriegt und euch geholfen wird. Und ich hoffe, es wird helfen. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann bleibt doch bitte dran. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren wieder angefangen zu spielen, nach einer längeren Pause. Es hat mir einfach sehr gefehlt und auch wieder angefangen zu leiten und habe in der Zeit 11 Tipps gesammelt, die ich euch heute zeigen möchte. Das sollte ganz flott gehen, vielleicht so 10 Minuten schätze ich. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch ein bisschen zu und sagt mal, ob irgendwas dabei für euch dabei war oder ob ihr das schon alles konntet. Fangen wir mal mit der Vorbereitung an. Das ist ja mal das Erste, was man machen muss. Und für mich steht zur Vorbereitung gehörend natürlich die Session 0. Klärt mit euren Spielern und Spielerinnen die Erwartungen und guckt, was sie so alles möchten, was sie spielen möchten und einigt euch auf was. Es nützt nichts, verschiedene Meinungen nebeneinander stehen zu haben, sondern überlegt, wie ihr übereinkommen könnt, wie ihr alle zusammen eine gute Zeit miteinander haben könnt. Am Anfang ist man ganz heiß, vergisst das schnell. Ich habe festgestellt, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, zu klären, was man spielen möchte, wann man spielen möchte, wie oft man spielen möchte, vielleicht welche Ambitionen man hat. Und das hilft wirklich ungemein. Wenn ihr das mit eurer Gruppe geklärt habt, dann könnt ihr euch einen Abenteurer aussuchen. Und das ist schon die erste Hürde, finde ich. Ich mache das oft so, dass ich mir dann einfach mal ein paar Videos anschaue bei YouTube, wo verschiedene Module vorgestellt werden. Ich spiele meistens D&D und da gibt es so verschiedene Rankings zum Beispiel, welche Abenteuer gut sind, welche schlecht sind oder natürlich immer ganz subjektiv, aber die sagen auch oft, in welcher Hinsicht die gut oder schlecht sind. Ich würde euch empfehlen, am Anfang ein Abenteuer zu spielen, welches für Anfänger geeignet ist, weil da oft noch ganz viele Hilfen drin sind. Mir hat das sehr geholfen. Mein erstes Abenteuer, was ich geleitet habe, war die verlorenen Minen von Phendelver. Und ja, da waren wirklich viele Hilfen drin und das hat mir am Anfang schon sehr gut geholfen. Außerdem hatte das noch einen anderen Effekt. Das Abenteuer war sehr linear. Also es gab nicht immer so viele Möglichkeiten, was man alles machen könnte. Das ist bei dem Abenteuer, was ich jetzt spiele, ganz, ganz anders. Das ist Realm of the Frostmaiden, auch ein D&D-Abenteuer. Und da habe ich immer die ganze Auswahl und muss im Prinzip oft das ganze Abenteuer, ich sage jetzt mal, können, obwohl ich dazu noch komme. Als nächster Punkt, wenn ihr euch für ein Abenteuer entschieden habt, ist es ganz wichtig, sich das Abenteuer einmal komplett durchzulesen und sich einen Überblick zu verschaffen, vielleicht auch ein paar Notizen zu machen, so eine Art Timeline, was ist wichtig, was kommt wann, was darf ich auf keinen Fall versäumen zu tun. Ja, wo sind so die Fallen? Was sollte mir auf jeden Fall gelingen und was sollte ich auf keinen Fall verderben? Und ja, dann habt ihr schon einen wichtigen weiteren Schritt getan. Erst einmal ganz durchlesen. Es kann relativ oberflächlich sein, aber die wichtigsten Punkte solltet ihr haben. Als nächstes lest ihr euch den Teil des Abenteuers vor, mit dem ihr anfangt. Oder mit denen ihr als nächstes spielen wollt. Das wird natürlich am Anfang die Einführung sein. Und wenn ihr bei der Einführung seid, dann macht es auch Sinn, sich ein paar Gedanken dazu zu machen, was ansteht. Zum Beispiel, wie lernen die Charaktere sich kennen? Ich mache das oft so, dass ich sage, die kennen sich schon vorher, die haben schon eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest zum Beispiel so paarweise oder zu dritt, damit nicht alle wild aufeinandertreffen. Das finde ich persönlich sehr viel schöner. Und meinen Spielern gefällt es auch. Und die überlegen sich dann auch ganz eifrig und können schon kreativ werden und überlegen sich ganz eifrig, was sie haben möchten, was ihnen gefällt. Und oft mache ich das auch schon bei einer Session 0. Und dann fängt man schon an, so die ersten Sachen zusammenzuschmieden. Das ist wirklich eine schöne Sache, die auch sehr viel Spaß machen kann. Weiterhin wichtig ist, macht nur das, was gemacht werden muss. Also macht zum Beispiel, wenn ihr am Anfang seid, nur die Einführung.
wie lernen die Charaktere sich kennen und wie kommen die an ihren Auftrag und dann bekommen sie vielleicht ihren Auftrag und fangen, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal die Reise zum ersten Punkt an. Und das sollte schon reichen, das sollte schon genug sein. Macht nicht so viel auf einmal, ihr müsst nicht das ganze Modul vorbereiten, sonst bereitet ihr es wahrscheinlich 10 oder sogar 15 mal ganz vor. Wobei es natürlich dann immer vorne weniger wird, wenn man weiß, was man gemacht hat. Also ganz entspannt, macht das, wo ihr von ihr sicher seid, dass es gebraucht wird. Und vielleicht guckt ihr nochmal rechts und links, ob noch ein bisschen mehr gebraucht wird. Aber oft ist das nicht nötig, gerade am Anfang nicht, weil die Anfänge sind ja meistens doch sehr gut definiert oder man hat eine gute Idee, was man machen möchte. Wenn ihr irgendwelche Kämpfe schon in der ersten Session habt oder überhaupt in einer Session, ich mache das immer so, dass ich mir eine kleine Liste mache mit den wichtigsten Fähigkeiten. Was können die Gegner? Ich schreibe mir so Sachen auf wie Rüstungsklasse, Spezialfähigkeiten, Attacke und so weiter. Alles, was gebraucht wird, um wirklich ja, so einen einfachen Kampf bewerkstelligen zu können, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich brauche dann vielleicht an der Stelle keine Motive oder sowas, wenn ich auf eine Horde Goblins treffe. Das ist dann egal, könnt ihr euch ja denken. Es sei denn, die haben wirklich Motive, da muss ich die natürlich im Kopf haben. Aber dann sollte der Kampf vielleicht auch zu vermeiden sein. Sondern ich schreibe mir dann auf, 6 Goblins, alle gleich. Dann mache ich vielleicht verschiedene Trefferpunkte, damit nicht alles genau mit 7 Trefferpunkten ist. Sondern mache das ein bisschen anders, ein bisschen unterschiedlich. Und dann war es das auch. Attacke, Parade, Rüstungsklasse, so die wichtigsten Sachen, damit man spielen kann. Wichtig an dem Punkt, seid gründlich, aber nicht zu sehr. Also zu viel Wissen kann auch hemmen, weil man doch durcheinander kommen kann. Habt gut im Kopf, wie die Geschichte verläuft, worum es geht. Und dann fokussiert euch auf den Anfang und macht das gründlich, aber seid nicht zu kritisch mit euch. Kritik, Selbstkritik kann einfach auch furchtbar hinderlich sein dabei. Verlasst euch auf das, was ihr könnt. Wenn ihr euch ein bisschen vorbereitet habt, sollte das alles klappen. Kommen wir zum zweiten großen Punkt, das eigentliche Spielen. Das erste ist, nehmt Tempo raus, wenn ihr merkt, dass ihr gestresst seid. Das ist so mein goldener und Lieblingstipp. Das Tempo langsamer machen, wenn man gestresst ist, ist wirklich eine ganz wichtige Sache, weil oft neigt man dazu, gerade wenn es stressig ist, das Tempo noch zu erhöhen und dadurch wird der Zeitdruck noch höher und der Stress wird noch größer und das wird dann so ein komisches negatives Feedback. Also, wenn ihr merkt, ihr kommt in Stress, werdet ruhig, werdet langsam und lasst euch ruhig Zeit. Kann auch ganz schön sein, seine Spieler mal zappeln zu lassen. Bleibt bei euren Spielern und lasst die auch arbeiten. Ich finde nicht, dass man als Spielleiter die ganze Arbeit haben sollte, sondern eure Charaktere, also eure Mitspieler, dürfen auch ans Arbeiten kommen. Und nur so macht es richtig Spaß. Stellt ihnen Herausforderungen, schafft Probleme für die, ja, macht es ihnen nicht zu leicht und gebt ihnen auch nicht zu viel vor. Die müssen alleine darauf kommen und die müssen was dafür tun. Die wollen schließlich Helden sein. Denkt dran, die können auch miteinander spielen. Manchmal haben Charaktere am Anfang, gerade am Anfang, Probleme, bevor sie es so richtig kennengelernt haben. Vielleicht haben auch die Spieler Probleme, aber vielleicht auch die Charaktere einfach nur. Das kann sehr schön sein. Das kann sehr viel Spaß machen. Hängt euch da nicht zu sehr rein. Macht euch nicht zu viel Gedanken. Die können das untereinander regeln. Ich weiß nicht, ich bin ja auch Vater und in der Kindererziehung ist es so, dass wir uns aus den Streitigkeiten unserer Kinder fast immer rausgehalten haben. Und das war gut, weil die gelernt haben, ihre Streitigkeiten alleine zu regeln miteinander. Und genauso ist es mit euren Spielern. Die müssen auch diese Kompetenz bekommen, miteinander im Charakter Probleme zu lösen, das nicht auf die Spielerebene kommen zu lassen, das ist ein Punkt, wo ihr eingreifen könntet, sondern im Charakter die Sachen zu lösen. Und dann kommen die ans Arbeiten und dann haben die Spaß. Und da trägt sich auch ganz viel von alleine, gerade wenn die miteinander agieren. Ja, nächster Punkt. Das Atmen nicht vergessen.
atemlos durch die Nacht. Ja, so macht es keinen Spaß zu spielen. Bleibt dran, atmet, genießt das Spiel, lasst es fließen und entspannt euch dabei. Es ist keinem geholfen, wenn ihr da angespannt sitzt, zumal sich das auch oft auf die Spiele überträgt. Also entspannen, runterkommen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Habt Spaß dabei. Ja, also das Wichtigste ist, dass ihr daran denkt, auch selbst Spaß zu haben. Ihr seid der Spielleiter, ihr habt schon mehr Arbeit als die anderen im Regelfall. Also wer kann euch denn noch verbieten, Spaß dabei zu haben, wie gespielt wird? Also genießt das. Genießt das, wenn die zappeln. Genießt das, wenn die miteinander agieren. Genießt das, wenn die scheitern. Und genießt das auch mit denen, wenn die gewinnen. Und das kann wirklich sehr viel Spaß machen, auch mal zu beobachten und zu atmen und ruhig zu werden und das wirklich zu genießen in vollen Zügen. Ja, nächster Punkt, Feedback. Ich finde es immer persönlich sehr wichtig, dass man nach einer Session Feedback macht. Ich habe dazu auch schon ganz schön viel Material gemacht, das habe ich hier verlinkt. Feedback ist ein ganz wichtiger Punkt, damit ihr gemeinsam zusammen auf dem Weg bleibt, um eine schöne Spielzeit zu erleben. Und ich merke, dass das immer geschlampt wird und ich schlampe das auch selber manchmal. Es ist auch nicht wichtig, dass man es nach jeder Session akribisch macht. Es ist nur wichtig, dass man so alle paar Mal klärt, ob man noch zusammen auf dem gleichen Weg ist. Oder ob sich jemand ärgert, ob sich irgendwas eingeschlichen hat und so weiter. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Ich bin da viel mehr ins Detail gegangen. Es gibt ein komplettes Video nur zum Feedback. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr zu viel zu sagen, außer es ist wichtig und macht es. Ja, der wichtigste Punkt zum Schluss, ich habe ihn auch schon angedeutet, aber es ist ein Spiel. Es ist ein Hobby. Wir spielen, weil wir uns unterhalten wollen. Also unterhalten werden wollen, weil es Spaß machen soll, weil wir eine gute Zeit haben wollen. Und das gilt nicht nur für die Spieler, es gilt auch ganz besonders für den Spielleiter oder genauso sehr für den Spielleiter. Es gilt für alle, die am Tisch sitzen. Alle sollten die Chancen haben, Spaß zu haben. Und das heißt nicht, dass keine Herausforderungen gestellt werden. Das heißt nicht, dass keiner arbeiten muss am Tisch. In der positiven Hinsicht, also dass man Gedanken wälzt und dass man agiert und was tut, ja. Es sind schließlich Helden. Es heißt einfach nur, ihr solltet es alle versuchen zu genießen, so gut wie es geht, denn dafür trefft ihr euch. Das ist ein Spiel und es soll Spaß machen. Ich habe noch ganz viele Videos zu den Themen, gerade wenn ihr Anfänger seid, werdet ihr bei mir relativ viel finden. Zum Thema Spiel mit Musik, zum Thema Stress, wie man was dagegen machen kann und so weiter. Es ist einiges verlinkt, sonst schaut euch gerne bei mir um oder vielleicht wollt ihr sogar ein Abo machen. Ich freue mich sehr darüber, wenn das jemand tut. Natürlich, dafür mache ich das ja, dass das gesehen wird und ich hoffe, es hat euch was geholfen. Und wenn es nicht geholfen hat oder auch wenn es geholfen hat, Feedback heißt ja nicht nur meckern, sondern auch was Positives sagen, dann sagt mir Bescheid. Und wenn euch was gefehlt hat, sagt mir auch Bescheid. Denn nur so kann ich das für euch besser machen. Das wäre meine Form von Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute Abend. Macht's gut, bis dann. Euer Martin. Ciao.